Mein Freunde, jetzt wird bei uns endlich nochmal gekocht und zwar ganz einfache Bratkartoffeln. Dafür benötigen wir eine Zwiebel oder Schalotte, festkochende Kartoffeln und ein paar Gewürze. Als erstes müssen wir leider Zwiebel und Kartoffel schälen und schneiden. Dabei am besten die Zwiebel in kleine Würfelchen und die Kartoffeln in möglichst dünne Scheiben. Ihr könnt entweder rohe Kartoffeln oder vorgekochte Kartoffeln verwenden, aber rohe Kartoffeln brauchen natürlich nachher in der Pfanne deutlich länger. Dort tun wir sie nämlich jetzt rein, nachdem das Öl heiß ist, können sie dann ein wenig würzen mit Salz, Pfeffer, Thymian, Rosmarin, Paprikapulver beispielsweise, wie es euch am besten gefällt. Und dann immer mal wieder wenden, damit es nicht anbrennt. Die Zwiebel solltet ihr dann am besten erst relativ spät dazugeben, damit die nicht schon schwarzen, während die Kartoffeln noch gar nicht durch sind. Zwischendurch könnt ihr auch mal einen Deckel drauf machen für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung. Wenn dann alles schön gebräunt ist, sind wir für heute auch schon durch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Guten Appetit!